Hallo zurück hier im Livestream zum bundesweiten Digitaltag. Schön, dass ihr zuschaut. Wenn ihr uns noch nicht kennt, Annalena und ich begleiten euch heute live durch den Tag und haben ein ganz großes Programm rund um digitale Teilhabe in Deutschland hier auch in diesem Livestream. Mit dabei waren schon einige Partnerorganisationen der Initiative Digital für alle, die den Digitaltag ins Leben gerufen hat. Ja, in allen Bundesländern sind heute viele Aktivitäten geboten. Wir wollen direkt mal nach Hessen schalten. Dort gibt es den Wettbewerb Hessen Smart gemacht, um lokales digitales Engagement zu fördern. Und heute wurde dort der Preis verliehen. Wir freuen uns, dass uns jetzt die hessische Digitalministerin Dr. Christina Sinemus zugeschaltet ist und uns ein paar Einblicke geben wird. Hallo, Frau Sinemus. Wir hören Sie noch nicht. Ich kann Sie leider noch nicht hören. Wir schauen mal in der Regie vielleicht, was man da noch machen kann. So ist das bei Live-Schalten. Es scheint bei Ihnen ein Mikrofonproblem zu geben. Ich kann schon mal verraten, wir haben das gleiche Ziel, nämlich tolle Initiativen und Projekte rund um digitale Teilhabe sichtbar zu machen. Das machen Sie mit dem Preis. Jetzt sehr haben Sie gut aufgezeichnet. Wunderbar. Willkommen im Livestream nochmal. Ja, vielen Dank. Ich habe Sie gehört, Sie mich nur noch nicht. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute live bei dem Digitaltag dabei sein dürfen. Das bin ich als Digitalministerin, die in meinem Budget 40.000 Euro für eben diese Projekte in Hessen smart gemacht zur Verfügung gestellt hat. Wir hatten 84 Bewerbungen und wir haben heute 12 Projekten einen Bronzen, einen Silbernen oder auch einen goldenen Löwen gegeben. Sie sehen das ein bisschen hinter uns. Das Wappentier von Hessen ist der Löwe. Und zu den Löwen haben wir zusätzlich dann auch noch Gelder verteilt für den ersten Preis 5.000, für den zweiten 3.000 und für den dritten Preis 2.000. Und einer der Preisträger sitzt hier neben mir. Das ist Herr Wolf von dem Projekt DigiGene oder DigiGeneration, DigiGene, was für digitale Generationen steht. Und das ist eines der vielen Projekte, die wir hier in Hessen unterstützen wollen, weil wir haben eine Digitalstrategie und im Zentrum dieser Digitalstrategie steht, Digitalisierung soll den Menschen nutzen und nicht umgekehrt. Und alle die Projekte, die wir heute hier ausgezeichnet haben, sind so aufgesetzt und entwickelt, dass sie in einer Region entwickelt werden zum Nutzen der Menschen und danach auch auf andere Bereiche in Hessen übertragen werden können. So wollen wir digitales Hessen eine Zukunft geben, und zwar so, dass die Bürgerinnen und Bürger sich hier wohlfühlen und ihre Heimat auch als digitale Zukunft sehen. Das hört sich nach einem ganz tollen Ansatz an, der ja auch lokal ansetzt, aber dann eben auch die Weiterentwicklung, wie Sie es gerade schon gesagt haben, mitdenkt. Sie haben auch den Preisträger gerade schon angesprochen. Herr Wolf, erzählen Sie uns gerne etwas über Ihr Projekt. Wofür würden Sie denn ausgezeichnet? Ja, das mache ich sehr gerne und schön, auch hier zu sein heute digital. Ich wurde für das Projekt DigiGen, Generationen gestalten, Digitalisierung gemeinsam ausgezeichnet. Und in dem Projekt haben wir ältere Bürger aus Hessen, also aus Frankfurt und Umgebung, und Schüler aus der 11. Klasse der Musterschule in Frankfurt über ein Jahr in einem Schulfach zusammengebracht. Und die haben sich Wissen über künstliche Intelligenz angeeignet. Mit unserer Unterstützung sind also Fragen nachgegangen. Was ist eigentlich KI? Wie funktionieren denn diese Systeme der künstlichen Intelligenz? Wo nutzen wir aber auch jetzt schon im Alltag diese KI-Systeme eigentlich? Und wo wollen wir sie in Zukunft für uns in unserem Alltag eigentlich auch einsetzen? Und diese Antworten, die die Schüler und die Eltern gemeinsam entwickelt haben, die werden jetzt in einer Podcast-Reihe festgehalten, sodass wir dann auch in den nächsten Monaten tatsächlich alle in den Genuss kommen werden, an diesen Gedanken teilhaben zu können. Das ist ein interessanter Ansatz, dass Sie das auch generationsübergreifend starten. Da hatten wir in der Vergangenheit häufig Beispiele, dass ja jüngere, älteren digitale Technologien näher bringen. Sie haben hier, glaube ich, einen anderen Einsatz, einfach eben gemeinsam zu gucken, wie wollen wir das gestalten. Warum nehmen Sie da beide Seiten so mit?
Also ich bin Erziehungswissenschaftler und habe sehr viel Forschung auch zum höheren Erwachsenenalter und der Technikbenutzung gemacht, zum Beispiel der Smartphone-Nutzung im Alter. Was mir da immer begegnet ist, dass viele ältere Menschen sind bereits kompetente digitale Nutzerinnen und nutzen das Smartphone, Tablets und andere Technologien selbstverständlich im Alltag. Und diese Trennung, die wir häufig haben, Digital Natives auf der einen Seite und ältere Menschen, die vielleicht nicht immer ganz souverän mit den Geräten umgehen können, das ist, finde ich, manchmal ein bisschen überkommen. Und auf der anderen Seite, als Erziehungswissenschaftler ist es mir wichtig, Medienkompetenz in allen Generationen gleichwertig zu gestalten. Also hier bewusst zwei Generationen zusammenzubringen, die im Alltag, außer in der Familie, eigentlich nicht so viele Berührungspunkte miteinander haben, die aber die von Digitalisierung und vor allem natürlich auch von künstlicher Intelligenz beide betroffen sind. Und da ist ganz bewusst auch dieses Thema künstliche Intelligenz gewählt. Wir wissen von Umfragen, dass in der Bevölkerung relativ wenig Wissen über die Funktionsweise von KI ist. Aber auch, wo nutzen wir in unserem Alltag eigentlich schon KI? Was sind auch Vorteile von KI? Häufig werden die Nachteile sehr überbetont. Und das ist eigentlich schade in dieser Debatte. Und da haben wir einen Gegenstand mit künstlicher Intelligenz, wo beide Generationen neugierig drauf sind und sich das Wissen darüber erarbeiten können, ohne dass die eine Generation hier einen Wissensvorsprung gegenüber der anderen hat. Dankeschön, Frau Ministerin. Weshalb haben Sie sich denn für dieses Projekt als Preisträger entschieden? Es war nicht ich, sondern eine Jury, aber für uns ist dieses Thema KI ganz wichtig. Wir haben einen eigenen Bereich KI aus unserer Digitalstrategie ausgegliedert und das heißt KI Made in Hessen. Das Thema künstliche Intelligenz, der Wolf hat schon ausgeführt, ist nichts, wovor man Angst haben muss. Es ist auch kein Alien, was irgendwie von extern auf uns zukommt und uns überrollen wird. Nein, künstliche Intelligenz ist die Nutzung von Algorithmen zur besseren Anwendung von zum Beispiel Apps, von zum Beispiel auch Roboterarmen, von zum Beispiel auch Unterstützung beim Entscheiden für ein Restaurant oder auch für einen Radweg. All das kann künstliche Intelligenz und es hilft uns auch im Bereich der Bildung. Und wir haben hier in Hessen einen ganz starken Forschungsstandort für KI. Wir investieren auch als Digitalministerium sehr viel Geld in Recheninfrastruktur, die KI ermöglicht und das zu ermöglichen, heißt ja, ich brauche Anwender. Und genau das macht hier die Universität Frankfurt, macht auch dieses Projekt. Es wendet an zum Nutzen der Menschen das Themenfeld KI. Und das geht genau in unseren Schwerpunkt, nämlich KI Made in Hessen. Das ist etwas, wo wir die Zukunft des Landes so gestalten wollen, wie die Digitalstrategie Hessens heißt. Digital ist Hessen, wo Zukunft zu Hause ist und wo die Menschen den Nutzen von KI unmittelbar erfahren. Und das passiert in diesem Projekt. Ja, am Digitaltag haben wir auch total viele Aktionen mit dabei, die sich mit KI beschäftigen, wo man mal hinter die Kulissen gucken kann, was steckt überhaupt genau dahinter? Kann ich das selbst programmieren oder wie erleichtert mir das meinen Alltag? Also da gibt es echt schon total viele tolle Angebote. Schön auch die Einblicke hier aus Hessen zu haben. Sie haben angesprochen, dass Sie gerne diese ausgezeichneten Projekte noch mehr in die Fläche tragen wollen und multiplizieren wollen. Wie können wir das anstellen? Wie schaffen wir das? Also das funktioniert zum Beispiel so, indem jetzt ein anderes Beispiel, eine sogenannte Kita-App ist heute mir vorgestellt worden. Das ist auch ein Projekt, was gefördert wird. Und in dieser Kita-App bekommen Erzieher, Eltern und auch Kinder Angebote, angefangen von Lernangeboten bis hin zu Informationsangeboten. Das heißt, wenn abends um 6 sie merken, mein Kind geht nicht so gut, ich glaube, ich will die morgen nicht in die Kita schicken, dann schicken sie eine Nachricht an die Erzieherinnen und Erzieher und die haben das direkt auf der App und können schon abends den nächsten Tag planen. Solche Angebote entwickeln wir an einer Stelle und diese Kita-App wird dann über ganz Hessen auch allen anderen Kitas, die die nutzen möchten, zur Verfügung gestellt. Damit haben wir einen Ideengeber, einen Projektentwickler, ein Pilotprojekt. Und das kann ich dann über ganz Hessen skalieren und damit werden wir alle schneller, besser und zum Nutzen der Anwender digital. Das ist das, wo wir hinwollen. Das ist das, wo wir digitales Hessen hin entwickeln möchten. Ja, Ihr Wettbewerb steht ja unter dem Motto Miteinander lokal digital. Weshalb ist der Fokus auch auf die lokale Ebene erstmal wichtig? Weil das sind doch die, die letztlich auch anwenden und da auch kreativ entwickeln.
Sie wissen gar nicht, wie viele begeisterte, innovative Ideen wir reingucken durften, die aus der lokalen, aus den Kommunen kommen, weil da habe ich ja den unmittelbarsten auch Anwendungsbezug. Wir hatten ein anderes Projekt, das heißt Gute Stunde, was den Seniorinnen und Senioren es ermöglicht, an Kultur und Kunst teilzunehmen. Die, die dort in einem Pflegeheim sind, brauchen natürlich unmittelbar die Erfahrung zu ihrem Umfeld, ihrer Kirche vielleicht, ihrem Theater. Und das dann sozusagen zu adaptieren auf über die lokalen Bedürfnisse hinaus, das ist das, was wir wollen. In der Kommune beginnt, im ländlichen Raum stärkend, in alle anderen die Erfahrung zu übertragen. Und deswegen beginnen wir in der Region miteinander, füreinander in Hessen. Das heißt Digitales Hessen. Danke. Vielleicht noch kurz eine Frage auch an Herrn Wolf. Was erhoffen Sie sich denn jetzt durch diesen Preis, auch mit der Förderung, dem Preisgeld? Was sind die nächsten Schritte? Also das passt sehr schön zu dem, was die Ministerin gerade gesagt hat. Uns ist es ein großes Anliegen, dass es Nachahmer für dieses Projekt gibt. Wir wollen nicht die einzigen Ideengeber sein und das irgendwie auf unsere eigenen Fahnen schreiben, sondern wir wollen, dass andere auch diese Ideen umsetzen. Und die Planung ist dahingehend, einen Methodenkoffer für intergenerationelles Lernen mit und über KI zu entwickeln, sodass man nicht nur in anderen Schulen, sondern zum Beispiel auch in Vereinen oder anderen pädagogischen Organisationen dann in Form von Projekttagen, Projektwochen diese Idee skalieren kann und KI zum Gesprächsthema zwischen Generationen machen kann, aber um eben auch in diese Gestaltungsmöglichkeit zu kommen und Digitalisierung als was wahrzunehmen, das alle Generationen gemeinsam gestalten können. Der Preis dreht sich ja auch nicht nur um KI. Es gibt vier verschiedene Kategorien. Das sind ja smarte Gemeinschaft, smarte Beteiligung, smarte Helfer, smartes Lernen. Wie sieht's aus? Wo engagieren sich denn die Hessinnen und Hessen am meisten? Also ich muss es jetzt ehrlich gesagt selber nochmal nachblättern, aber es gibt in diesen vier Kategorien unterschiedliche Bewerbungen und wenn ich das richtig weiß, das ist das smarte Lernen, was die meisten Anträge bekommen hat und dazu gehört genau so etwas, was wir hier erfahren. Aber auch das Thema smarte Teilhabe ist eines, was ich gerade genannt habe, wo es eben zum Beispiel um die Pflegeheime geht und die Senioren und Senioren, die dann an Kultur und Kunsteigenschaften, Projekten teilnehmen können. Ja, vielen herzlichen Dank. Das sind wirklich tolle Einblicke in die Projekte auch, die in Hessen stattfinden, dort auf lokaler Ebene. Ich schaue noch mal, Luisa, hast du noch eine Frage an unsere zugeschalteten Gäste? Hast du noch eine Frage? Vielleicht zum Abschluss noch einmal auch aus dem ganzen Bewerbungsprozess an Sie, Herr Wolf. Was nehmen Sie mit? Wie bitte aus dem Bewerbungsprozess? Aus dem Preis, auch dem Austausch quasi mit den anderen Projekten. Was ich davon mitnehme, ist, dass wir tatsächlich mit diesen Projekten eine Vielfalt an alltäglichen Problemlösungen irgendwie in Hessen haben. Und das fand ich heute ganz beeindruckend zu sehen, dass wir diese 12 Projekte, die prämiert worden sind, auch insgesamt 80 Bewerbungen, die auch dahinter standen, dass man sieht, dass es in den unterschiedlichsten Ebenen, sei es jetzt bei uns an der Universität, aber auch wirklich im lokalen Bereich, unterschiedlichste Aspekte gibt, wo Digitalisierung ganz lokale Probleme lösen soll. Und das ist was, was ich irgendwie eine schöne Idee finde. Und da hoffe ich auch, dass wir jetzt dieses Format heute nutzen können, um mit den unterschiedlichen Projekten auch zusammenzukommen und dann neue, weitere Projekte auch zu entwickeln. Ja, denn gerade der Austausch, ich glaube, davon lebt auch das Engagement, das sehen wir auch bei uns in der Initiative. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal zum Gewinn des Preises. Vielen herzlichen Dank, Frau Sinemus, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, uns die Projekte, die Preisträger vorzustellen, das Engagement in Hessen. Und ja, alles Gute weiterhin für die Projekte und für den Preis. Vielen Dankeschön Dank. Und Ihnen noch ein gutes Gelingen weiterhin. Danke Dankeschön. Ihnen. Ja, was in Hessen und darüber hinaus heute beim Digitaltag noch alles geboten wird, was es zu entdecken gibt, das könnt ihr auch auf der Aktionslandkarte bei uns auf der Webseite sehen. Luisa, was erwartet uns sonst denn noch gleich? Genau, auch beim Digitaltag steht generationsübergreifendes Lernen im Fokus von manchen Aktionen. Direkt in Wiesbaden zum Beispiel lädt der Verein Berufswege für Frauen neugierige Seniorinnen zur Schnuppersafari im Dschungel digitaler Angebote ein.
In Essen können sich Smartphone-Neueinsteigerinnen und Einsteiger mit jungen Engagierten der Young Caritas gemeinsam auf eine Stadtteilrallye begeben. Und alle, die heute noch Lust auf ein Online-Kaffeekränzchen haben, die sollten beim hybriden Café Digital in Wuppertal vorbeischauen. Bei Kaffee, Kuchen, Apps und Smartphone wird über Digitales gesprochen und so manche digitalen Problemchen auch gelöst. Ja, und unser nächstes Gespräch mit Partnern der Initiative findet jetzt schon gleich um 12.45 Uhr statt. Dann sprechen wir mit dem Präsidenten des Digitalverbands Bitkom, Achim Berg. Im Vorfeld haben wir außerdem schon mit einem weiteren Partner der Initiative Digital für alle gesprochen, nämlich dem Vorstandsvorsitzenden des DOSB, der uns im Video 3 Fragen beantwortet. Das seht ihr jetzt direkt im Anschluss, wenn ihr hier dran bleibt. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr später wieder mit dabei seid. Viel Spaß noch beim bundesweiten Digitaltag. Bis gleich.